Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. Nate hat so lange ausgehalten und so rumgehangen, bis diese neue Folge hier rauskam. Und wir chillen gerade immer noch so ein bisschen hier rum. Die Frage ist, kommen wir da ohne Probleme rüberspringen? Weil da hinten ist ja noch ein Nebel. Warte mal, ne, kriegen wir nicht hin, oder? Ne, das ist, oder das ist weit, das kommt zu weit, oder? Würde ich ja gerne, Kollege. Ja. Okay, warum der jetzt einfach komplett runterspringt, verstehe ich. Das ist halt da dran hängen. Nein, natürlich nicht. Ah, was das für eine... Och, ein Sally. Scheiße. Jules. Ja. Och Mann, Nate. Du sollst einfach nur auf die andere Seite gehen und nicht... Also wir müssen komplett sterben. Okay, alles gut. Ja, muss ja. So. Ja, alles gut, danke schön. Jetzt hängt er zumindest wieder dran. Oh, Gott sei Dank. So, zumindest sind wir jetzt erstmal wieder näher dran, als wir schon mal waren in dieser Folge. Wie die Zeit immer vergeht beim Aufnehmen, ne? Weil es einfach so Laune macht gerade das Spiel. So. Et voilà. Victor Sullivan, da hol mich doch der sonst wer. Ja, genau. So. So, die Frage ist... Eieiei, also müssen wir tatsächlich doch... Bitte jetzt noch nicht, ja, nochmal alles. Nein, tu mal nicht. Gut. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt ohne Probleme runter? Wieder zurück auf den Weg, wo wir hergekommen sind, oder wie sieht das aus? Warte mal. Wahrscheinlich, oder? Warte mal. Ich vermute tatsächlich, es wird tatsächlich den Weg zurückgehen müssen, wie wir hergekommen sind. Weil das der einfachste Weg ist. Nein, müssen wir nicht ganz. Wir können da an die Tür springen. Da ist nämlich auch irgendwie noch eine... Ein... Ich dachte schon, da ist auch eine Einkerbung, wo wir dann da runter können. So, und damit sind wir in Kapitel Nummer 21, das Atlantis der Wüste. Und das liebe ich an Uncharted. Es gibt immer wieder Wow-Momente, wo man einfach mal stehen bleibt und genießt. Das ist jetzt quasi ein so ein Moment. Gut, weiter. Aber hallo. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, okay. Dass die immer noch sprudelt. Ah.
Nur die Frage ist, was ist aus Chloe und Cutler geworden? Was ist eigentlich mit den beiden so nebenbei? Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Oh oh. Marlow. Nein. Bitte. Und Talbot. Sally. Das ist der Drache, ihr Pisser! Ja, war mir klar, dass du wieder... Das war mir schon klar, dass du wieder... Nur anfühlst. Aber ich hasse es, wenn man auf mich schießt, Arschloch! Was ist die Hölle? Hey, 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 was geht hier ab heute, ja? Munition mitnehmen. Ich brauch die Waffe, eine Waffe wieder. Was zur Hölle? Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ein Schatz. Aber da haben wir jetzt keine Zeit für. Jetzt haben wir die Zeit. Okay, da brauchen wir die brauchen wir die Schrotflinte gerade. Der ist noch in der 9. Was geht ab heute, ja? Die hat's aber auch noch geholt. Oh, okay, zum viel zum Thema, die hat's noch geholt. Was geht bei euch denn kaputt, Leute? Also ich glaube, die kriege ich, wenn ich mal endlich per Nahkampf geholt, den Typ. Warte mal. Die Munition mitnehmen. Es ist... Oh, alter Verwalter. Was geht ab heute, ja? Der ist auf jeden Fall noch nicht tot. Hier kommen wir her. Der aber jetzt. Was zur Hölle? Im wahrsten Sinne des Wortes, sind das für Typen? Ist jetzt gerade mal hier Ruhe oder geht das jetzt hier noch weiter? Ich glaube nochmal, ich zieh mal, das ist gut.
Fuck you. Ich habe doch schon mal gejagt und gejagt. Hörst du, du bist tot! Komm sofort zurück! Ja, das Problem, der kann uns. Was? Wo ist der hin? Hä? Wo sind wir? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte nicht! Ich hatte es gehofft, dass es nicht passiert, aber. Das sind. Wir werden. Ja, dieses Gas, was der uns da geworfen hat. Nein, 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 nein! Ja, lauf! Bleib doch stehen, genau! Oh, ich sehe ihn, weil ich diese Ecke nicht sehe. Ja, weil da irgendwas schon. Ich kann nicht weiter. Oh shit. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht echt. Glaube ich auch nicht. Weil dann war hier falsch auf jeden Fall gewesen. Oh nein. Also irgendwas. Den kennen wir noch, den Parcours noch. Den müssen wir ja noch mal laufen. Na. Ja, es bringt ja nichts. Ihr müsst jetzt eh sterben. Scheiße. Alles klar, dann kommen wir da nicht weiter. Was? Nein, 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 nein. Was zur Hölle geht hier ab? Was ist das? Was zur Hölle? Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein, kann nicht. Was geht hier vor? Das komische Gas, ne? Ich glaube, das könnte auch das gleiche Gas sein, was in den Spritzen war, die Cutler und wir dann irgendwann abbekommen haben vor einigen Folgen. Waffe oder? Ne, ist das ein Schatz, oder? Ne, es ist eine Waffe. Die Frage ist, was hat die zu bedeuten? Und den Weg freischießen? Ne, zumindest so nicht. Kein Ausweg. Ein Ausweg. Oh nein. Na, schon wieder so Typen. Ich bringe euch um, ihr Mörder!
Boah, Alter, was für eine Scheiße hier abgeht, ey. Wir haben ich muss dich gerade nur komplett orientieren. Alter. Er schießt, glaube ich, mit den Granaten zurück. Glaube ich, oder? Dann glaube ich. Munition mitnehmen, 7 Stück. Ja, super. Weiter. Na, da kommen wir nicht weiter. Kommen wir nicht weiter. Moment, ich muss mich gerade nur komplett orientieren. Wir sind hier gerade nicht nur wie Nate, auch nicht nur Nate, sondern auch wir sind hier orientierungslos. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns den richtigen Weg und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier und vielleicht sehen wir uns in der letzten Folge wieder bei Let's Play Uncharted 3. Es könnte theoretisch schon die letzte Folge, es könnte aber jetzt die vorletzte Folge sein, wir wissen es noch nicht. Ich verabschiede mich dann mal so und ja, tschüss.